Dadurch, dass wir immer aus der Wohnung fliehen müssen, wegen der Vergiftung, wegen dem Lärmterror, und weil wir jetzt auch nicht ins Internet kommen, hat meine Frau und auch selbstverständlich auch ich immer wieder neue Einfälle. Und eben erzählte meine Frau nochmal von einem Hund, Terry, ne, hieß er? Ja. Ungefähr so groß wie ein Schäfer, und wir wissen jetzt nicht mehr, was für eine Sorte war, aber so ein schönes silbergraues Fell, ne? Genau. Ein dunkles silbergraues Fell. Und der hatte die zweite Schweißprüfung, also ein Jagdhund. Und der hörte nicht mehr, der hörte nicht mehr aufs Wort. Oh, ich weiß nicht mehr, wie hießen sie, ich weiß auch nicht mehr, ne? Martha und Horst, ne? Ja. In Waldershausen, Thüringen, ne? Ja. Und den Nachnamen weiß ich nicht, und die hatten dann diesen Hund. Und der hörte auf keinen, und der Horst fing auch an mit der Jagd. Nach 1990. Vorher kam er angeblich nicht richtig ran, also beide waren nur kleine Socken. Ne? Ja. Und dadurch kamen sie dann vorher nicht ran. Und auch den Terry hat er sich dann, hat er irgendwie von einem abgekauft, ne? Der schon älter war. Und dann mit der Jagd aufhörte und so. Und da hörte keiner mehr, den Terry hat keiner im Griff gehabt. So, meine Frau erzählte gerade noch, dass der Terry dann sich zwischen uns gesetzt hat. Wir setzen uns ja dann hin und fassen uns auch an und so. Und haben uns dann an eine Böschung hingesetzt am Wald. Mhm. Vielleicht war es sogar unser Wald, wer weiß. Und haben uns dann ausgeruht und haben die Landschaft genossen. Und wir haben ja auch viel fotografiert und gefilmt. Ne, auch zu DDR-Zeiten. Meine Frau hatte immer Super 8 mit. Heute wissen wir ja, die 16 mm die war oft kaputt, und das war auch, denn die war mit Ton. Ja. Das durften wir natürlich nicht festhalten. Nee. So, jedenfalls drängte sich dieser Terry zwischen uns und war eifersüchtig. So, und ich sollte ihn nur an eine Leine nehmen. Und er hörte sofort, der Hund. Ja. Ne? Eine Stunde oder zwei Stunden waren wir unterwegs, dann hörte er sofort. Natürlich musste ich ihn immer wieder an eine Leine nehmen, wenn wir zu dicht am Wald waren. Weil, wie gesagt, er ist ein Schweißhund. Und er reagiert natürlich auf die Tiere und will sie jagen. Ja. Dafür wurde er ausgebildet. Und zweite Schweißprüfung, das ist schon was. Und danachher habe ich ihn so laufen lassen. Dann hat er einen Hasen gesehen, hat er nichts getan, ist er wieder zurückgekommen, ne? Ja. Wie ich ihn gerufen habe. Da hatte ich noch eine Leine, ne? Ja. So, und dann nachher wollte er ja die Katze bearbeiten, also Nachbarskatze war es nicht, aber ein paar Häuser weiter. Und sie hatte schon wieder Angst, weil er lose war. Sie kannte den Hund natürlich, nur uns nicht. Und er hat brav, ist er zurückgekommen und hat der Katze nichts getan. Hat sie nur beschnüffelt, das kannte die Katze auch nicht. Ne? Mhm. Die hat schon wieder gefaucht und Angriff gewartet, und dann ist er schön brav zurückgegangen. So, ja, was heißt das, warum ich erzähle ich Ihnen das? Ja, ich hatte immer wieder Hunde. Und meine Frau wahrscheinlich gar nicht mehr. Weil sie eben Angst hatten, dass sie sich an was erinnern kann. Mhm. Die haben sie immer gesagt, sie hat Angst vor Hunden. So, und ich werde immer wieder Hunde gehabt haben. Jetzt möchte ich nochmal sagen, mein Schäferhund Toni, ein Mischlingsschäferhund. Sehr, sehr ins Gelbe, sehr gelbe, helle Farbe. Ein Schwarz-Weiß-Foto habe ich davon noch. Wie wir dann auf dem Hof sind, von diesem Bauernhof, da bin ich als kleiner Junge drauf und Oma. Ne, also meine leibliche Oma, Wilma von Jakob, geborene von Lau. Und da gehen wir auf den Hof, und da ist der Hund. Und den hatte ich zumindest bis mal zu meinem 8. Lebensjahr. Heute weiß ich ja, dass ich keine 10 war. Und das war mein liebster Spielkamerad, und der hat auch immer auf mich aufgepasst, wenn ich dort in meinen Wäldern war. Also habe ich immer wieder Hunde um mich gehabt, weil das war ja, habe ich ja meine Frau, nein, wir waren schon verheiratet, ne? Oh. Ja, mhm. Ja. Also es war, was weiß ich, 85, 86 oder auch 84, ne? Also zwischen 84 und, nein, Moment mal, das war schon nach 90. Er hatte ja, vorher hatte er keine Jagdwaffe und so, hat er nie Genehmigung gekriegt. Er war nur so eine kleine Socke.
Lokführer, glaube ich, war, ne? Ja. Oder sowas. Also nur so eine ganz kleine Parteinik. Und SED-Parteinik, aber auch die Kleinen sind natürlich versorgt. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen weggekommen. Also es war auf jeden Fall nach 90. Konnte wunderbar mit dem Hund umgehen. Sondern hatte vorher dann keinen weiteren Umgang mit Hund. Also im Prinzip 20 Jahre nicht. Über 25 ungefähr. 25 Jahre im Prinzip. Keinen Umgang mit Hund. Zwischendurch ab und zu mal mit Teddy. Aber das war ja nun gar nichts. So, also muss ich immer einen Hund gehabt haben. Weil der hörte gar nicht, der war total störrisch. Und dann war der ganz friedlich und zahm. Und ich ließ auch keinen am Zwinger dann, bellte sofort und so. Das hat sich sofort geändert. Weil auch Horst wusste, dass ich mit Hunden umgehen kann. Da haben sie ihm das gesagt, wenn der kommt, gib ihm deinen Hund mal. Ne? Mhm. Weil ich wollte ihn nicht mitnehmen. Weil er gesagt hat, er ist so bissig und alles. Und dann hat Horst mich doch gebeten, ob ich nicht mal versuchen würde. Mhm. Ne? Und dann habe ich es gemacht, weil man will doch nicht übertreiben. Das will doch nicht vom Hund im Hintern beißen lassen. Aber das fällt uns jetzt gerade ein. Und ja, es ist wirklich unglaublich, was diese Stasi-Nasen mit uns abgezogen haben. Es ist unglaublich. So, und leider vom KGB, wir haben weiter keine Erinnerung, aber wir beide sind hauptamtlich viel mehr KGB als Stasi. Aber viel mehr KGB. Also wir waren wirklich in dem Land, wo die größten Kommunisten, Beatniks, lebten. Ne? Die Seuche verteilt haben. In Osteuropa. Also die Seuche diesen Menschen aufgezwungen haben, indem sie angeblich diese Länder vom Faschismus befreiten. Ja. Das möchte ich auch noch mal kurz anklingen lassen, junge Leute und auch Ältere. Der Faschismus oder Nationalsozialismus und der Kommunismus, die haben sehr viel gemeinsam. Wir sind hier auch auf diesem Gut, ach, jetzt vergesst das immer den Namen. Grüneburg. Auf diesem Gut Grüneburg, das der Bankiersfamilie Rothschild gehörte. Und dass die Nazis ihn weggenommen haben. Ja, 1935. Und so wird das gemacht. So, bei den Nazis wurde man vergast und so. Dann in den Gaskammern und alles andere. Ich weiß nicht, ob sie das auch mit eigenen Leuten gemacht haben, zumindest mit den Kriegsgefangenen und alles. Ach doch, natürlich. Die Juden da auch waren da eigene Deutsche. Ja. Sind doch nichts anderes. Und alles andere, damit sie sie beklauen konnten. Ja. Deshalb waren sie die großen Feinde. So, und bei den Kommunisten waren es dann der Adel und alle, die was besessen haben. So, und alter Jude war auch ein totales Schimpfwort. Das haben die so oft benutzt, bei mir auch in den Betrieben noch und so. Mhm. Vielleicht kennen das die Ex-DDR sogar auch noch. Aber das möchte ich sagen, also der Kommunismus, der ist noch ein bisschen schrecklicher. Weil die gehen dann noch brutaler ran. Da wird nicht gedroht, da hat man gar keine Chance. Und statt diese Vergasung in diesen ganzen Gasanstalten oder was das alles war, tut mir leid, ich bin russisch, halb russisch, ich weiß das alles nicht so genau. Das haben die dann in eine Krankenhäuser erledigt. Diese ganzen Stasi-Schwestern, Stasi-Ärzte und so. Aber 100 Pro, da durfte nie was rauskommen. Und das haben die aber in ganz großen Stil gemacht. Und das möchte ich auch nochmal dem Ausland sagen, das war auch rund in der DDR-Bevölkerung, dass man auch, wenn man wegen für kleine Sachen ins Krankenhaus musste, dass man da oft nicht wiederkam. Und die Familien haben sich dann auch gewehrt. Und man wusste, dass da was ist, aber man hat es nicht begriffen, was da ist. Und das haben wir aufgedeckt. Das sollte man jetzt begreifen. Also man hat bei dem einfach irgendwas ausgelöst, hat dann gesagt, er hat einen Blinddarm oder Mandelentzündung, ne? Genau. Oder irgend sowas.
Oder auch nur mein Zahn oder mein Ohr oder irgendwas. Ne? Und dann hat er dann einfach die Spritze nicht vertragen. Also wurde dann ermordet. Ne? Ich habe das so oft gehört. Habe dann immer gedacht, so dumm können doch die Ärzte nicht sein. Nein. Sie sollten denjenigen nur umbringen. So, und hier möchte ich das auch schon sagen, wenn Sie darüber mal nachdenken und es hören. Wahrscheinlich spielt sich hier alles um das Uniklinikum Höchst ab. Ja? Denn unsere Freunde waren jetzt auch im Klinikum Höchst. Und das ist viel zu weit weg von ihrem Wohnort. Das ist alles andere viel dichter. Ne? Und das Einzugsgebiet der Kliniken viel dichter. Also kein Arzt würde zum Uniklinikum Höchst überweisen. Und unsere Freunde wären da auch nicht von selbst drauf gekommen. Sie haben nie was zu tun gehabt mit Höchst. Genau. Und auch Sie waren da, also könnte das wirklich schon das Krankenhaus sein. Ne? Wo man hier Stasi-mäßig gut arbeitet und wo die ganzen Stasi-Ärzte, Penner ohne Doktortitel, ne? Was sie alles geschenkt gekriegt haben und sich einfach angemaßt haben, den Arztberuf zu nehmen und dann eben am Menschen praktizierten und jetzt ein bisschen was können. Die scheinen dort zu sein. Sonst hätte man sie nicht dahin genommen. Oder? Danke für die Aufmerksamkeit.